Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno. Eine weitere Folge im Live-LP. Ich werde das hier mal ein bisschen optimieren, hier um die Ecke. Und zwar... ich will mal hier... die kleinen Lagerhäuser abreißen. Und hier so eine kleine Ecke rauszimmern. Oh, das macht das kaputt. Wo sind denn die Lagerhäuser hin? Um hier die Schiffe besser abfertigen zu können, weil es kam als Hinweis. Oh. So. Es kam als Hinweis, dass die Schiffe nicht schnell genug abgefertigt werden. Und um Schiffe... das reiße ich mal lieber alles nicht ab, oder? Das sieht doch kacke, das sieht doch kacke aus. So, machen wir das. Die warten ja hier mal vom Tor. Ups, jetzt wird das Spiel gespeichert. Huch. Spiel gespeichert. Danke. Also, wenn man sich das mal anguckt, ich beschleunige das mal hier. Jetzt ist ein Handelsschiff da. Ihre Getränkevorräte neigen sich dem Ende zu. Jetzt ist Moment, der wartet. Habt ihr kurz gesehen? Also ganz kurz. Da ist ein Delfin, der wollte auch in die Hafeneinfahrt. Da, die warten halt einen Moment, weil sie nicht schnell genug abgefertigt werden können. Und das werde ich mal optimieren, weil unsere Bilanz ist eigentlich ganz gut mit 500. Das langt ja. Wir müssen ja nur kostendeckend arbeiten. da, wir haben noch den Landungssteg. Den werden wir jetzt hier mal einbauen. Ich finde, so sieht das ganz hübsch aus. Aber natürlich andersrum. Schade, so sieht das... Oh ja, so geht's. Ja, wir bauen das hier vorne hin und lassen hier noch so eine Ecke. So. Ich baue so rein. Das ist zwar... nee, das sieht nichts aus. Nee, das geht nicht. Das sieht ja richtig schlimm aus. Und zwar noch ein Landungssteg, der auch noch die Möglichkeit hat, Schiffe abzufertigen. Da geht er nach hinten und da geht er nach vorne. Was ist denn das für ein Quatsch? Eigentlich muss doch der Kran... So, das ist wahrscheinlich so ein Ding, was sich dreht, ne? Ich setze ihn jetzt so. So geht es auch. So, jetzt müssten wir nochmal warten. Einer jetzt müsste der eigentlich... stellt keine Waren mehr her. Genau. Jetzt ist diese Verzögerung beim Ausladen ist auf jeden Fall gebannt. Und, so. Mahn an. Wunderschön. Das freut mich. Wenn du rundum glücklich bist, bin auch ich glücklich. Da geht der Kran. Das ist ja geil. Ja, der dreht sich, was ich mir gedacht habe. Da kommen Waren an. Schiffsbau ist eine ganz besondere Wissenschaft. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Also. Geil, dreht sich der Kran um und hier werden die Waren wegtransportiert. Unheimlich hübsch. Hübsch. Na, jetzt ist das auf jeden Fall nicht. Jetzt ist auf jeden Fall kein Stau mehr beim Ausladen der Schiffe. Was aber immer noch ein Problem ist, ist, wir haben viel zu wenig Ressourcen, denn es wird hier nicht genügend Moss produziert, der dann später abtransportiert wird. Also die schaffen das einfach nicht in der Zeit, eine Überproduktion zu erfüllen. Das heißt, wir müssen das immer weiter ausbauen und das werden wir jetzt machen. Wir werden hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen optimieren. Und uns hoffentlich nicht blamieren. Schwierige Sprüche. Werden auf jeden Fall jetzt eine... ich will eine Überproduktion haben. Das ist mein Ziel. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das hier drüben gebaut habe. Der hat Felder hochkant. So. Probiert das mal so. Können wir, da ist ein Weg durch.
Ich glaube nicht, dass das Mehrfelder bauen was bringt. Das hat mal irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, meine ich. Aber ich mag mich auch irren. Wahrscheinlich steht es jetzt schon in den Kommentaren zu dem Zeit. Oh, nicht genügend Baumaterial. Das ist ja spannend. So, wo haben wir denn ein Idle-Schiff? Nein, ihr seid... Oh. Die Hering ist kaputt. Moment, was fährt denn die Hering für eine Route? Fährt die nicht in unseren Heimathafen an? Was? Was fährt denn die Hering für eine Route? Folgt die irgendeinem Schiff? Die folgt einem Schiff? Ugh. Du dummes kleines Schiff. Fahr mal nach Hause bitte und lass dich mal reparieren. Geht ja mal gar nicht. Sehr gut. So. So, die wird jetzt gleich repariert. Und dann muss ich mir da keine Gedanken machen. Die hat irgendein Schiff wieder gefolgt, obwohl das gar keinen Sinn macht, weil der Korsar wird ja von uns regelmäßig bezahlt. Und von daher ist das alles cool. So, wir bauen jetzt hier weiter aus. Most Überproduktion ist es. Stopp. Halt, stopp. Warten wir erstmal, bis die Hering hier nach Hause kommt. Jetzt funktioniert die Abfertigung richtig gut. Boah, habt ihr es gesehen? Hier. Material für die Abfertigung. Geil, wie die Ameisen. Da kommt sie. Jetzt warten wir, bis die Hering wieder flott gemacht ist. Und dann wird hier mal ein bisschen Stein darüber produziert. Ihr Volk leidet Durst. Das, wie gesagt, das ist mein Ziel, das hinzukriegen. Die Hering sind. Ist die Hering bewaffnet? Ach, das ist ein Kriegsschiff. Naja, klar, die hat ja auch begleitet. Okay, das ist natürlich jetzt nicht optimal, aber 40 Tonnen Stein sind natürlich jetzt nicht so die Menge, aber die Insel ist um die Ecke, das kriegen wir schon. Okay, das ist ein Kriegsschiff. Dann werde ich die mich zu meiner Einserflotte da hinzufügen, dass, falls hier irgendwas passiert... Sieh es als Sicherheit. Ja, kannst du haben. Wir haben so viel Geld. Du wirst es verschmerzen. Auch das Böse wird von mir bezahlt. Am liebsten würde ich dem ja dann eine geben hier. Okay. So, du wirst zu dieser Gruppe hinzugehören. Haben wir noch irgendein Schiff auf Idle? Du bist nämlich ein Handelsschiff, oder? Ja, du bist nicht eingesetzt. Die Santa Maria. Santa Maria. So, da holen wir hier auch noch ein bisschen Stein ab. Und fahren das dann rüber. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh, welche? Oh! Jetzt haben wir eine Überproduktion. Nee. Schön wär's, Minas. Das ist ja Quatsch, der hat deswegen keinen... Ah, Doppelklick ist alles Maximum, okay. Der kann deswegen nicht, weil er keinen... weil er keine Straße hat. Das können wir aber ändern. So. Bitteschön. Oh, kein Quick. Da wird er schon abgeholt. Sehr schön. So, bis der wird ja gleich da sein. Oder ist er schon da? Dann können wir kurz ausladen und dann die Mostproduktion erhöhen. Nee, das ist unser Handelsschiff. Dann dürften auch demnächst hier die blöden Meldungen aufhören. Maximal. Okay, die lassen wir erstmal ein Momentchen da stehen. Und wer nochmal muss. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. Könnt ihr eure Bemühungen nicht noch verstärken? Doch, aber ich bin gerade im Ausbau, deswegen habe ich keine Zeit für den Quatsch. Zwei Hochkant.
3. So müsste es gehen. Jo. Machen wir es doch mal mit 4. Ah, jetzt kriegen wir hier eine Quer hin, das ist gut. Das müsste dann hier passen. So. Da haben wir es. Stein wieder auf Maximum gefüllt. Ihre Getränkevorräte neigen sich dem Ende zu. Hier geht's noch durch. Da können wir eigentlich mal gucken, wie. Oh. Naja, schön ist anders. Okay. Machen wir es mal so. Und können wir irgendwo noch was rücken? Nee, dann müssen wir das so lassen. Oh, so kann ich nicht bauen, weil ich hier nicht hinbauen darf, ne? Das ist blöd. Ist ja doof. Das ist ja so verwurschtelt hier, das geht ja gar nicht. Na, schön ist anders, oder? Mal noch mal tropfen. Ich will auf jeden Fall, wir gucken erstmal, wie viel jetzt produziert wird. Okay, knapp 60. Wir haben eine 100er, wir können eine 100er Schiffsladung. Können wir auf jeden Fall transportieren. Also da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Und wenn wir hinten die Insel weiter ausbauen, bin ich nur am Nachbauen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt hier Dinge tun. Nämlich der kommt weg. Und der baut ein... warte mal, wir werden das hier so ranbauen. Dann können wir nämlich langsam mal hier noch eine Straße hochziehen. Ah, da darf ich nicht weiter ausbauen, weil ich überhaupt gar keinen Range habe, wo ich hinbauen kann. Hier hinten haben wir noch gebaut, genau. Dann verbinden wir erstmal das hier. Und, hier geht's nicht. Okay, warte mal, das gefällt mir nicht da unten. Können wir hier nämlich wieder bauen. Gut, dann fangen wir hier wieder mit Most an. Bis dahin geht's, bis dahin. Unsere Bilanz ist auch noch positiv, da sollte man natürlich auch drauf achten. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
So. So, wer hat denn hier Probleme? Okay, die Schweine. Die Schweine. Haben wir irgendwie die Lager voll mit Klamotten oder was ist hier los? Ja, haben wir. Dann müssen wir mal gucken, ob wir Klamotten oder hier auch ein bisschen verkaufen, ne? Könnte man natürlich auch machen. Wie sieht's denn aus auf der Heimatinsel mit Klamotten? Gut. Oh, die normalen Klamotten langen nicht aus, sehe ich gerade. Da müssen wir praktisch auf der Insel hier auch langsam mal ein bisschen was anderes nachproduzieren. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern, weil die Klamotten werden ja auch hier drüben hergestellt. So, das heißt zwei Hammfelder, ein Dings. Okay, dann werden wir das hier mal ausbauen. Handfelder. Daran. Durch den Fluss ist alles so ein bisschen wenig optimal. Das passt nicht. Es ist genau diese Ecke, das langt aber hin und vorne nicht. Ist echt ärgerlich, oder? Hier so? Vielleicht hier in die Ecke und dann da rum? Ne, da haben wir nicht genügend Platz. Ist ja alles, man sieht ja hier sind diese Flussläufe für die Gerberei und so weiter, beziehungsweise diese Bauplätze für die Gerberei. Okay, pass auf, bauen wir erstmal. Zack, so, da, 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 dort. Ne, den machen wir quer, dann können wir nämlich nur eventuell mit dem Weg hinten noch rum. Können wir hier so an hinten entlang, vielleicht können wir hier noch was ranbauen. Ich glaube, das wird gar nicht lang. Ich baue die erstmal bis hierhin. So. So, der hat ja einen ganz schön weiten Range, das heißt, hier können wir auf jeden Fall noch ausbauen. Jetzt die Straße jetzt erstmal und gucken mal, wie wir es dann optimieren. So, ein Handfeld. Wir brauchen ein zweites. Können wir das hier vielleicht nutzen? So, hm? Ja. Da den Weg lang, dann ziehen wir den da durch. Ich glaube nicht, dass das bringt, aber es sieht auf jeden Fall gleichmäßiger aus. Zack. So, 1, 2. Dann machen wir hier die Weberei. Die setzen wir hier rein. Und da brauchen wir nochmal 2 und dann müsste es eigentlich lang. Oh, hier darf ich gar nicht bauen. Ist ja auch scheiße. Also. So, Moment mal. Ich habe 2 gebaut plus eine Weberei. Das passt. So, jetzt machen wir hier die 2. hin. Das ist aber unoptimal, was ich hier gebaut habe, oder? Unoptimal. Ich will das nochmal zu optimieren.
Ihr merkt schon, ich bin stiller geworden. Das liegt einfach daran, weil ich mich hier konzentriere, wie ich das am besten ausbreite. Warte mal, wenn ich hier... Wo müsste es gehen? Da kann ich nicht ran, da kann ich ran. Oh. Du bist ja genauso gebaut wie vorher, oder? Habe ich da jetzt einen Unterschied drin? Ich glaube nicht. Das Ding machen wir auf jeden Fall weg. Und setzen den so rein, ja. So, dann den breiten. Also geht das auch. Dann habe ich hier mein zweites und dann haben wir hier die Weberei. So, dann gucken wir uns nochmal die Handelskette an, die Klamotten produziert. Dann machen wir nämlich hier nochmal Klamotten. Nur, dass wir, falls wir eine Überproduktion haben, das auf jeden Fall transportieren werden. Ihr nehmt ja sowieso nur so viel mit, wie produziert wird. Wie sieht es aktuell aus? Er lädt gerade aus. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Klamotten produziert werden. Ob der überhaupt auf 50 kommt, wenn er eine Tour fährt. Der Krieg kommt gerade mal auf 40. Ja, ich glaube, das ist noch zu wenig. Tja. Whatever. Wir sind in einer positiven Bilanz. Ich habe auch schon lange mein Volk nicht mehr meckern gehört, dass der Most nicht langt. Wie sind wir da eigentlich aufgestellt? 35, 40. Ah, guck mal hier. Oh, 70. Okay. Also wir haben eine Überproduktion, auf jeden Fall, und nicht genügend Baumaterial. Das lässt sich doch noch ganz schnell zum Ende dieser Folge beheben. Ne, da fehlt irgendwas anderes. Holz fehlt, okay. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Also wir sind jetzt auf jeden Fall im Anschlag von der Produktion. Die Versorgung unserer Hauptinsel ist gesichert. Wir können weiter ausbauen und ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge von Anno. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.